Mann, Mann. Tatsächlich recht. Was ist mit uns? Mein Gott, wer sind Sie denn? Sie können doch nicht mehr, Sie fallen doch vom Pferd runter beim Zurit. Was? Sie tun doch beim Reiten vom Pferd runterfallen, wie alt Sie sind. So, scheißegal, ich kann Ihnen gleich mal zeigen, wie viel sich doppelt. Wenn Sie das Country verteidigen müssen, sind wir ja sowieso verloren. Da flüchte ich lieber mit Eisenbahn. Was sind Sie denn für eine? Das sollten Sie ganz schnell tun, Sir. Was sind Sie weiterhin die große Schnauze haben? Wollte ich sagen. Bitte verlassen Sie meinen Bahnhof, wenn Sie frech werden. Also, Sie müssen Telegramme schreiben. Dürfen Sie hier verbleiben? Ja, die Telegrammstation. Ja. Was ist denn, wenn Sie fangen hier an, beleidigt zu werden? Sie meckern meinen Soldaten an. Ja, das ist keine Beleidigung, sondern eine Tatsache, die gerade festgestellt wurde. Das ist keine Tatsache, Sir. Der Mann ist Sergeant. Zeigen Sie mal ein bisschen Respekt. Also sind Sie verdammt nochmal! Was soll das denn jetzt? Beruhigen Sie sich! Beruhigen Sie sich, treiben Sie ein Stück Scheiße! Von wegen, halt, du Stück Scheiße. Dann komm, werd ich doch. Großschnauze. Genau, immer schön mit dem Gesicht. Dann helfe ich ihm mal. Oh, Scheiße. Nicht würgen, stehen Sie auf. Das war jetzt zu viel. Ah, verdammt. Zu viel. Bringen Sie den Mann zum Arzt. Los. Dieser Muschi da hinten hat gleich das Messer gezogen. Das Nein. Sie nicht. Sehen Sie das, Sir? Der hat sein Messer noch in der Hand. Ich hab ihn zum Glück noch niederstrecken können. Ja. Alter Mann am Arsch, verstehen Sie das? Ja. Fluchte Hurensöhne. Man muss sich nicht alles bieten lassen in diesem County. Wenn es mal von der Army, wir setzen das Gesetz, aber Respekt hat man vor jedem Mann. Ja. Pisser. Die haben sich gut geschlagen, muss man sagen. Ja, danke. Hätte noch zwei Verteidiger herumlegen können, ja? Mikrofon aktiviert. Der Mann ist nicht umsonst, Sergeant. Mikrofon muted. Und wer hat den Burschen abgeknallt? Mikrofon aktiviert. Ja, das Weiche hat noch mal in die Fresse gekriegt. Ich hab ihn erwürgt. Die waren ziemlich unfreundlich da. Auf einmal sagt er, das fliegt ein alter Mann während und dass er überhaupt vom Pferd fallen fühlt, das Land nicht verteidigen könnte und so weiter, bla bla bla. Und dann haben sie gesagt, ich soll mal ein bisschen unfreundlich sein, dann haben uns des Bahnhofes verwiesen. Was ist denn das für ein Mensch? Du solltest lieber aufpassen, dass er nicht des Landes verwiesen wird, der Idiot. Wie hat er denn seinen Job bekommen? Losverfahren oder was? Und der hat das noch nicht mitgeschnitten, dass der Bahnhof öffentlich zugängliches Gelände ist, außer das Büro dort. Ja, er hat uns ja gesagt, also ihr Telegramm dürfen wir holen, aber dann müssen wir jetzt gehen. Nee, also nicht, wenn er meinen Soldaten beleidigt. Ich habe ihn aufgefordert, sich zu entschuldigen. Wollte er nicht. Ja. Da steht sogar schon Arzt. Wir haben Kundschaft. Verdammt nochmal. So und ich wollte jetzt mit dem Zug fahren. So, grüß Gott. Hallo, hoffentlich haben sie dem was gebrochen. Nein, ich hab's auch. Wichser.